In dem Quadrat mit Seitenlänge 3 gilt, der Abstand zwischen P und C ist derselbe wie der Abstand zwischen Q und D, und zwar 1. Frage: Wie viel ergibt der Tangens vom Winkel AQP? Je nach diesen Angaben teilen wir alle Seiten des Quadrats in drei gleich lange Stücke auf. Hier haben wir die Seite mit Länge 3. Dieses Stück ist 1 lang und die Länge von diesem Stück ist 2. Die Länge von diesem Stück ist wiederum 1. Was wir suchen, ist der Tangens von diesem Winkel AQP, nennen wir diesen Winkel Gamma. Was wir suchen, ist also der Tangens von Gamma. Und um den herauszufinden, werden wir diese zwei Winkel Alpha und Beta brauchen. Alpha plus Beta plus Gamma, das ergibt 180 Grad. Also ist Gamma dasselbe wie 180 Grad minus Alpha plus Beta. Und deshalb ist der Tangens von Gamma gleich zum Tangens von Pi minus Alpha plus Beta. Im trigonometrischen Kreis sehen wir, dass der Tangens von Pi minus einem Winkel dasselbe ist wie minus Tangens von diesem Winkel. Und für Tangens von Alpha plus Beta steht uns diese Additionsformel zur Verfügung. Also brauchen wir jetzt noch Tangens von Alpha und Tangens von Beta. In diesem braunen Dreieck, das rechtwinklig ist, erkennen wir, dass Tangens von Alpha gleich ist zur Gegenkathete 3 geteilt durch die Ankathete 1. Tangens von Alpha ist also 3 geteilt durch 1, das heißt 3. In diesem Magenta-Dreieck, das ebenfalls rechtwinklig ist, erkennen wir, dass Tangens von Beta die Gegenkathete 1 geteilt durch die Ankathete 2 ist. Also Tangens von Beta ist ein halbes. Jetzt können wir in diesem Bruch da unter Tangens von Alpha durch 3 ersetzen und da unter Tangens von Beta durch ein halbes ersetzen. So erhalten wir also, dass Tangens von Gamma gleich ist zu minus diesem Bruch. Den rechnen wir noch aus. Dieser Bruch ergibt minus 7. Mit dem Minus davor macht das also 7. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 7, das heißt Antwort D.